Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelderland. Am Harvesten bin ich gerade. Heißt, am Bäume fällen für unser Sägewerk. Weil wir da einfach mal wieder ein paar Bäumchen bräuchten. Um dann das Sägewerk wieder betreiben zu können und Bretterpaletten herzustellen. Damit wir dann auch wieder anschließend Leerpaletten produzieren können, um... Opala, da war ein Baum im Weg. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich hier fast Kahlschlag machen soll direkt. Oder annähernd. Um den Harvester dann zu verkaufen. Also das ist tatsächlich eine Überlegung, die ich gerade habe, dass wir den Harvester irgendwie loswerden. Weil das sind halt schon, das ist ein Haufen Kapital, was wir da binden. Und wenn wir den verkaufen... Kriegen wir 150.000 auf jeden Fall. Die wir dann bestimmt sinnvoller anwenden könnten oder einsetzen. Muss ich tatsächlich mir mal überlegen. Ich meine, so groß ist ja das Waldstück hier. Je nachdem, zum Glück nicht. Dass ich das eigentlich ziemlich schnell abgeholzt würden bekommen. Halt auch die Frage, wie viel Ladungen Holz kriegen wir hier runter? Was mache ich danach? Forste ich wieder auf? Muss ich wieder aufforsten?
Wahrscheinlich müsste ich schon aufforsten, ja. Also so ist es nicht. Ja, warte mal. Klingelingeling. Klingelingeling. Ja, bitte. Hallo, Herr Krüger, Volker Barona hier. Guten Tag, Herr Barona. Wie schaut's denn aus bei Ihnen? Ja, was möchten Sie denn? Pflanzenschutz. Pflanzenschutz? Ajo. Ausbringen? Ja, und Mittel natürlich. Also einmal komplett Pflanzenschutz. Einmal komplett Pflanzenschutz. Ja, sieht gut aus. Können wir machen. Für... Moment. Nee, hat sich erledigt. Hat sich erledigt? Ja, leider. Okay. Warum auch immer. Ja, das nächste Mal dann. Oder warten. Achso, nee, da ist auch. Ja. Nee, da ist auch bescheiden. Ja, schade. Mist. Ja, okay, kein Problem. Jo, gut. Bis zum nächsten Mal erstmal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Wiederhören. Vielen Dank. Hallo? Hallo? Wie schaut's denn bei den Feldern aus? Ich wollte nämlich. Ich ziehe jetzt gerade die letzten paar Bahnen. Ja, ich wollte gerade Pflanzenschutz beauftragen, aber das eine Feld ist ja schon erntereif. Was? Ja. Und never. Bei dir unten ist auch schon was fertig. Oder vergucke ich mich da? Lul? Ja, ich wollte nämlich gerade Pflanzenschutz drauf machen lassen. Weiß auch nicht, was da los ist. Ich dachte auch, das wäre ein bisschen flott. Aber ist schon richtig, oder? Habe ich einen Knick in der Optik? Nö. Okay. Jo, dann, werde ich gleich runterkommen und anfangen zu ernten. Jo, mach das. Ich werde in der Zwischenzeit dann Schweine zur Metzgerei fahren. Jo. Ja. Dauert nur eine Weile, ich muss nämlich vom Wald runterlaufen. Alles klar. Gut, bis denn. Gut, bis dann. Ciao. Ja. Ich würde sagen, suboptimal. Also wir haben hier zumindest jetzt einen Haufen Bäumchen platt gemacht. Oder einiges zumindest. Aber dass das jetzt mit dem Feld so schnell ging, das ist irgendwie merkwürdig. Weiß nicht warum das so schnell ging. Jetzt wäre wieder ein Taxi schön, aber nee, der Franz Schneider, der hat sich aus dem Staub gemacht. Ja, ich werde jetzt zumindest... Ich muss jetzt anfangen zu ernten. So weit wie es geht. Und dann den Rest halt später machen. Auf was steht ein Dinkel gerade? Mohn auf 640 Dinkel. Ja. Ja, erstmal einlagern den Dinkel.
Da ist irgendwas komisch, naja. Was soll's? Kannst du nichts machen, musst du gucken zu. Ich kann eigentlich hier hinten rumlaufen, oder? Ich glaube, ich laufe hier zwischen den Feldern dann durch. Folge Warun, hallo? Jo, Volker, diese hier nochmal. Jo. Ich sehe gerade hier auf dem Tablet, ich habe jetzt 150 Schweine. Soll ich dir dann 50 zum Metzger bringen? Ja, hau so viel rein wie geht. Boah, gut, mache ich dann. Was kriegst du denn dafür eigentlich? Beim Vierenler müsste ich eigentlich 1000 Euro das Schwein kriegen. Jo. Boah. Dann sag mal an. Machen wir 500, das Schwein ist, glaube ich, reichend, oder nicht? Ja, für mich gleich schon. Gut. Mir ist gerade aufgefallen, auf meiner Lohnabrechnung, ich habe bis jetzt noch gar keinen Lohn erhalten. Ja, weil wir ja noch warten müssen, bis es komplett durch ist. Stimmt, oder, nee, es ist durch, oder? Ist es nicht durch, oder ist es nicht durch? Ich meine, ich habe mich letzte Woche mit Herrn Jäger unterhalten, er wurde vom Herrn Neumann angeschissen, dass der das durchgeführt hat, was er eigentlich gar nicht darf. Ich weiß jetzt nicht, wie das da steht. Dann frage ich da mal nach. Alles klar. Aber okay, danke für die Info. Gerne doch. Dann überweise ich dir 25.000. Okay. Gut, ciao. Gut, ciao, ciao. Wenn ich ihm 25.000 überweise, dann muss ich ganz ehrlich sagen, also es ist ein guter Preis, absolut. Aber dann müsste ich tatsächlich auch überlegen, ob ich nicht zukünftig für Früchte, die ich ihm verkaufe oder die ich ihm gebe, ich auch Geld verlangen sollte. Naja, das klären wir in einer anderen Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.